Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von der 1.20 Version, momentan noch mit Pre 7. Und mittlerweile habe ich auch ein bisschen etwas kennengelernt. Ich habe ein Video geschaut von einem englischen Let's Player, der auch nicht so viele Zuschauer hat. Und so, der hat mir ein bisschen locker es gezeigt. Also für mich, aber die Allgemeinheit ein bisschen locker gezeigt. Und scheinbar ist es doch ein bisschen interessanter, was so das Neues dazu kommt. Vor allem die Kamele sind sogar noch besser, als ich gedacht habe. Ich war ja ein bisschen selbstkritisch, also gegen die Entwickler oder so. Und ja, die Kamele können sprinten. Zwar nicht realistisch. Ich habe noch nie ein Kamel gesehen, das mega schnell gerannt ist. Aber jo, scheinbar können sie. Also wirklich schnell. Und das ist natürlich mein optimales Zeug für Umänderung. Und das ist ein bisschen Zeit. Das würde ich vielleicht gerne sogar mal noch in einem Livestream machen. Und vielleicht merkt ihr es gerade, ich nehme auf mit Twitch Studio, weil OBS immer so nach 10 Minuten dann plötzlich crasht und dann kann ich Minecraft gar nicht mehr starten, weil immer kommt Fehlermeldung 1. Das ist nur wegen diesem OBS. Also es kommt nicht, wenn ich Mods installiert habe oder so, habe ich ja nicht und so weiter. Und deshalb dort ein Portal, ich war schon ein bisschen drin, in einem dieser Forests da, in diesem roten. Und wir haben hier einfach mal geschaut, wie sieht ein Turm gut aus, wie breit muss er sein und so weiter. Da mache ich natürlich alles noch ein bisschen höher. Und ja, ich möchte es ein bisschen vielleicht den Turm magisch machen, ein bisschen, nicht allzu viel Blätter, aber vor allem die Baumstämme. Wenn wir mal auch schauen, was besser aussieht, vielleicht die Seitwärts mit Fichten und die höheren senkrechten rotem Holz, lilanem Holz, gesprühten Holz ist ja rot, auch rot. Und ja, die anderen Sachen machen wir dann am Hafen. Ich finde eine rote Hafen vielleicht auch mit Akazienholz besser. So, wir haben eben noch nicht den Zaubertisch benutzt, also wir haben zu wenig Zuckerrohr gesammelt. Und, jo. Sind natürlich, ah genau, hier drüben einfach nicht Platz gefunden haben zum Kommen, egal. Sind wir jetzt hochgegangen? Ja, das habe ich einfach ohne euch, also das ist down können gemacht, weil eben viele auf. Abstürze, die doch an. Ist durchgegangen. So, also. Ja, ich bin eben nicht so ein mega Profi Minecraft-Spieler. Ich bin eher ein Bauer. Kann gut viel an der Vorstellen, wie zu bauen. Nur ich habe momentan nicht so viel Lust. Es ist ein bisschen. Es könnte vielleicht noch kurz ein bisschen dauern, bis ich dann wirklich oder so habe. Ich werde keine Wähler machen. Nur also einfach zu ab. Ich denke, eine Schere ist besser. War noch nicht so gemacht. Offenbar. Gut, also. Befehl der oberste. Meine Güte, habe ich auch. Weiß nicht, ich mach zu wenig. Ich muss unbedingt Motivation finden. Ein bisschen unterstützen. Es müssen nur Video schauen. Ihr müsst nicht viel mehr machen. Dürft auch gerne mehr unterstützen. Kommentare bin ich natürlich ganz, ganz, ganz Ding. Aber auf andere Sachen, die immer jeder mega viel da spammen. Bin ich nicht so der. Ich will euch nicht belästigen mit den Sachen, die ihr vielleicht machen solltet, wenn ihr schützen. Ich habe es aber in letzter Zeit gesehen, die Leute wollen einfach niemanden mehr unterstützen. Ist denen völlig egal. Also geht es einfach von ein paar. Nicht alle sein. Und das macht es halt einfach immer schwer, richtigen Content zu bringen. Also wenn ihr einfach unbedingt mal zum Beispiel mehr seht, den wollt, die gut und schön bauen können. Jetzt zum Beispiel mich.
werdet ihr sehen. Ich bin dann motivierter und es geht einfach viel besser, wenn ich sehe, ich fahre. Ihr macht die Daumen krumm unter die Videos. Oder ja, schaut auch die Videos einfach länger. Schützt mich. So, also, da wir auch hier überall den Wald haben, hätten wir mal Arm, damit wir Bäume haben. Immer Armbrüste. Nerven einfach nur, aber sind nicht stark genug. Auf leichten Massen. Aber ja, ihr kennt es wahrscheinlich, ich spiele ja schon extrem lange Minecraft, nicht immer so durchgehend, aus diesem Grund, oder? Man ist manchmal doch. Es ist vieles auch sehr viel Arbeit. Jo, es ist für mich nicht so toll, jetzt zum Beispiel sehr viel Minecraft zu bringen, wenn ich noch ein anderes Projekt habe, das sehr, sehr leicht ist, wie fast Epoch und so. Leicht ist nicht unbedingt so viel Arbeit. Aber spiele ich zwei Survival Games, jetzt mal Minecraft als Survival Games, Bauspiel, PvP, Server, also Multiplayer-Spiel. Aber jetzt einfach mal den Survival-Aspekt von Minecraft könnte ich jetzt nicht kombinieren mit Sons of the Forest oder mit Garden. Das hat mich sehr interessiert, aber vom Namen her und so ist es mir einfach schwer gefallen, das Spiel überhaupt irgendwie bis ins wahrzunehmen. Titel. Und ja, ich bin positiv überrascht über Diablo 4. Ich werde es aber trotzdem wahrscheinlich nicht holen, ohne dass ich es unbedingt bei mir und dass es wirklich Aufruf gibt, weil Konkurrenz ist halt. So eine riesige Konkurrenz ist es so leicht auszuwählen, was einem nicht so gefällt oder so. Gefällt mir zwar. Ich bin zum Beispiel nicht so der Entwickler, der halt mega viel geben muss. So. Und einnehmen muss dran. Man hat einfach gar nicht so richtig möchte man. Versteht, wieso sollen sie mich brauchen? Oder? Ich bin ein Influencer, ich mache ein bisschen Werbung, das stimmt. Aber sie, ja, bringt nicht immer etwas. Weil ich habe auch begrenztes Geld. Sehr begrenztes Geld. Ja, ich wüsste gar nicht mal, wie arm ich bin. Und deshalb, wir sind immer noch kleine hier. Ich will hier nichts sehen. Das ist übrigens hier sehr flach. Beim Portal ist es so mega uneben gewesen. Siehst du, hä? Siehst du? Aha, da hast du keine Chance gehabt. Hehe. Ich rede ein bisschen mit dem Gegner. Ich rede mit ihm. Auch zum Beispiel in einem Hexens. Ich rede mit ihm. Nein, mache ich natürlich nicht so viel. Aber ist eigentlich ziemlich cool, wenn du manchmal irgendwie so ein bisschen gelangweilt bist. Also ich bin nicht gelangweilt, aber falls du mal gelangweilt bist oder so. Also ein bisschen mit den NPCs reden. So hast du vielleicht mehr Spaß. Freude. Au hier. Mua. Ja, ja, ich wusste. Das Schwein möchte ich jetzt nicht. Wir haben eben noch nichts verzaubert. So. Ich weiß jetzt gar nicht bei Twitch Studio, ob es mal besser hört. Oder dass man es besser hört mit der Tastatur. Ich will es eigentlich ausblenden, aber ein Mikrofon ist halt eines der stärksten. Und wurde eigentlich eines der wenigsten. Weil ich musste mich für etwas entscheiden. Weil gewesen. Updated worden. Scheinbar irgendwann mal updated worden, habe ich. Soul Erde. Seelenerde und
sowieso einfach nicht direkt, wenn man nur. Aber schon lange nicht mehr mit so. Also leider ist hier nichts, aber. Einfach ein Würfel. Ich dachte zuerst, was ist das? Das ist ein Fehler vom Spiel, von der Röttgen. Ne, es ist. Sieht einfach nicht gut genug. Grau, also als grau und als. Seid ihr Enten? Seid ihr nicht Schweine? Ja, es ist also sehr interesting hier. Ich bin ja schon viel mal in diesem Wald gewesen. Richtig. Wie der auch mich gesehen hat. Also ja. Wildschwein einfach bis ja, zu weit. Häufig. Wie sind jetzt hier? Ein Gold. Komm schon, bitte. Mit dem Gold, das machen wir dann. Portal, dann können wir auch mal. So, kommen wir irgendwie zur Festung, ohne irgendwie abzubauen, um zu stacken. Ja, ich will aber nicht fest, ja. Ich muss sowieso eine Brush mit scheinbar pudeln. Oder es gibt es einfach in den Key. Aber es gibt. So genau. Wir haben es auf. Auch Angst. Also, ja, es ist eine Bastion. Also von. Out up. Ich will Minecraft manchmal so lustig von der KI her. Nein, ich war nicht da. War gar nicht da. Ich habe eine Schwein. Babe. Ja, ich muss mich besser vorbereiten. Soll ich irgendwann mal sterben? Gut, also. Weg von denen. Nochmals ein Schwein. Nochmals. Ja, die sind halt schon ohne Gold. Seid ihr ein bisschen aufgeschmissen. Ich hab's einfach mal riskiert. Hab ja genug. Gold's einfach mal riskiert. Ich finde, Minecraft kann auch sehr leicht sein. Nicht unbedingt unfair sein, weil man irgendwie runtergeknockt wird oder so. Kann auch manchmal leicht sein. Ist meistens leicht. Dann ist man plötzlich wieder überrascht, dass man stirbt, weil man irgendwie ja, vor allem vom Enderdragon oder so mega knockbacked wird. Mittlerweile machen die Leute das sehr gut mit diesem Setzen, aber da bin ich noch nicht so gut. Und ja, ich habe ja noch einen Server, also kann das ja trainieren. Muss ich noch wissen. Und wieder wissen eher. Ich weiß ja die Sachen, aber ich kann sie nicht so aus. Bin nicht so derjenige, der wirklich alles mega Kopf behalten kann. Kopf ist voll und voller und wieder voller. Ich bin halt einfach einer, der hochbegabt ist und dadurch sehr viel irgendwie aufnehmen kann im Kopf. Meine Intelligenz momentan ist recht hoch sein, ohne anzugehen. Richtig. Aber gell, in Minecraft kannst du auch nicht ganz so viel lernen und so einfach auch anders geben. Mach ich auch. Ich tue genug. Ich hab's nicht gesehen.
Schieß doch endlich. Dankeschön. Ja, und ich weiß auch, dass jetzt zum Beispiel Let's Play von Minecraft nicht viele Zuschauer bringt. Aber trotzdem, wenn ich einfach will, was ich baue, im Sinn, der kann da gar nichts drin. Ich auch nicht. Und jo, wenn ihr Lust habt, das anders oder mehr machen. Hier wird nie jemand ausgeschlossen. Könnt ihr übrigens früher noch, was die Leute noch nicht so schlimm haben mit den Regeln, wissen, sehen. Ablachen. Beleidigt oder ja, ganze Zeit Erste gespammt oder so Sachen. Lass die dort, wo sie sind. Muss mich nicht schämen. Ich schäme mich auch nicht. Ich habe keine. Wir haben so viel abgebaut. Wir haben gar nicht so viel abgebaut. Verdoppelt sich das? Hab ich geglitscht? Wie was? Recycle. Wir recyceln. Möchte gerne dieses Schwert abbauen in einem Milligramm. Wandeln eigentlich nicht. So. Ich mache ja so schnell wie möglich. Haben auch über von den. So. Also einfach die Sache ist so, Minecraft kannst du eigentlich gar nicht. Gern, wenn du derweil dich konzentrierst. Ach hier kein Euro. Wir haben ja gesagt, wir könnten manchmal vielleicht ein bisschen abkürzen. Und ich habe schon eine Farmwelt gebaut, die ist einfach ein Kilometer weit weg. Und damit wir einfach ein paar Sachen lernen. Ja, ihr könnt es vielleicht verstehen, wenn wir ein bisschen in dieser Welt sind. Netter und entweder haben wir leider jo, irgendwann mal alles abgefarmt und mega viel weiter und so laufen. Können wir so ein bisschen abkürzen, einfach das Blöde herumlaufen. Ich habe auch Pause gemacht. Der Piklin. Will die nett haben. Es gibt ja dieses Spiel Legends. Weiß es gar nicht. Wo es auch die Gegner gibt, übrigens. Die Hauptcharakter. Abbild. Wäre geil, gerne auch mal ein Pikling. Ich würde gerne erzählen. Aber sie passen halt. Spiele müssen böse sein. Finde ich sehr toll, wenn man manchmal spielt als böse. Jo, zum Beispiel in Skyrim war ich einfach so ein bisschen auf der bösen Seite, wie die meisten meinen. Ich weiß gar nicht, was der Unterschied zwischen böse und gut ist in Skyrim, weil beide haben irgendwie einen Grund, oder? Die einen sind halt Republikaner eher. Eher rechts und die anderen sind halt eher unterdrückt worden und wollen einfach noch mehr Land haben. Ist auch nicht gut. Reich. Mäntel, die sind rechts, aber ja gut, sie werden angegriffen, also da kann man natürlich schon sagen, ja, man wehrt sich einfach. Ich denke, sie wollen nur ihr Land verteidigen. Gar nicht so schlecht. Zeigen. Also wir sind stundenlang im gleichen View. Jetzt aber zurück. Jetzt kann.
Also, wo ich auch nicht auf den Servern gespielt habe, habe ich wegen den Asynchronitäten und so Servolex mehr Probleme gehabt. Also, kann man hier irgendwas ausbooten? Also, das sind auch so Sachen. Ich habe eben kein Brush, ich habe auch Kupfer. Muss ich also irgendwie Gold craften? Mal einen ein. Also, ja, ich mache mir noch einen. Also, ich mache mir eine Hose. mein Gott. Wenige gewesen. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie Sportunterricht hattet oder in Erwachsenenzeit natürlich nicht? Dann eh. Ja, euch so fühlt, als würdet ihr einfach nicht mehr viel denken wollen. Fühle ich mich jetzt gerade völlig mit dem Gehirn voran. So, ich suche mir gerade. Ah, ja. Genau, ich sage lieber nicht mehr so viel und tue meine Taten sprechen lassen und denke mir, ach, was ich kann. Und jetzt muss wie immer, die Piglins sind Dullis. Hallo, ist das manchmal geil? Nimm die Taste auch auf die Taste. Jetzt nimmst du das jetzt ein. Komm, ich schon schlag dich. So. Hinter dir. Ach. Nimm. Nein, ich hab Hau. Okay, ich buddel ihn ein. Jetzt ein Salat. Nicht mich. Du. Gott. Annehmen. Oder ist das kein Händler oder so? Bist du blöd? Hä? Wie machen die das? Ah, ich muss weg. Stimmt. In Ewigkeit nicht mehr. Ich bin blöd. Ich bin ganz blöd. Gibt halt so ein Sprichwort, oder? Jetzt nicht gerade. Ein Leder. Muss ich mal noch schauen, eben. Ja, wie machen wir das? Nein. Ich habe. Oh nein. Nein. Gut. Das wollte ich nicht. Gut. Sterbe. Das sind zu viel. Aber ja, das gehört zu diesem Projekt. Das ist ein Arbeitsprojekt. Das ist kein Ich überlebe hunderte von Stunden Projekt. Das ist mir nicht so schlimm. Bei ihr ist es sogar wahrscheinlich witzig. Kann ich an diese Kiste kommen? Danke, Bam. Jo, dann mach ich doch mal die Sache. Also, das ist eben Keep Inventory. Das ist halt in so einem Projekt, wo du sehr viel baust. Würzt. Kannst halt manchmal auch nicht darauf reagieren, oder? Man ist zu abgelenkt. Wenn man zu abgelenkt ist, muss man nicht die Items verlieren und verbrennt alles oder despawnt alles und so. Nein, dann ist das so, man halt einfach lieber Sachen behält, weil man schaut ja nicht, dass man die stirbt. Das ist auch nicht so blöde Sachen. Man kann schon blöde Sachen machen, ja. Kann auch viel sterben, aber schaue drauf. Das wollte ich ja mitnehmen. Tun wir das mal hier. So.
Das nehmen wir später mit, weil wir gehen jetzt gerade nicht mehr ins Neff. Ich wollte ja unbedingt noch den Zaubertisch. Und jetzt holen wir noch dieses... Nein, nicht die. So. Machen wir da mal die Blätter. Und machen das dorthin. Das heißt, wir machen noch den Zaubertisch. Und noch die Zaubertisch, was so dann ein bisschen und sollte eigentlich so lang sein. Ich will euch noch kurz zeigen, wie ich gemacht habe. Ich muss machen wegen dem Lichtding, aber sie gehen nicht. Ich brauche mehr Licht. Muss ich noch. Ja, und heutzutage sehe ich einfach die Menschen manchmal auch ein bisschen extra nerven. Und da bin ich nicht so gerne am Fehler. Ich weiß es nicht, aber heutzutage denke ich bei vielen, also vor allem auch so Profispielen, die es so gibt, ich darf gar keinen Fehler mehr machen als Durchschnittsspieler. Au. Ich habe jetzt vorher eben einen Fehler gemacht, dass ich das Schwert noch ausgeschlagen habe. Also geschlagen habe. Und das ist für mich sonst nicht mache. Ja, und Fails gibt es halt immer. Diese großen, also die kleinen Zombies. Die Piglins dann auch noch da sind. Ich bin aber überrascht wieder. Hier war das, glaube ich, ein bisschen. Aber das. Sache, die man denkt. War noch nicht so gut am Spielen. Hatte noch so Lust, gut zu spielen. So, also Buchbücherregale haben wir mehr als genug. Ich will es ja Deko-Element haben. Jetzt müssen wir den Zaubertisch noch machen. Ja toll, wir haben drei. What the fuck? Nein! Ich muss ein Obsidian holen. Hä? Nein! Okay, uns fehlen ein. Haben wir einen Lavasee in der Nähe? Man sieht das nicht ohne. Ich habe ein Portal dort unten. Dann. Da ist nämlich im Wasser ein altes, das nette. Eine andere Farbe noch. Finde ich das okay, wenn die weiß sind, die Zahlen? Items. Ich weiß nicht, das ist von damals oder und heutzutage gibt es so viele weiße Hintergründe. Völlig wieder. Also ich möchte diesen Gold hier. Irgendwie einen vielleicht. So. Weiß nicht, habe ich im Portal einen mehr verwendet oder habe ich einfach irgendwie den. Lange gehst du. Unter Wasser natürlich doppelt so lang. Geh auch. Hui, ei, ei. Also, dann machen wir doch das andere. Drago weiß, wie er Zeit einfach ein bisschen verschwenden kann. Suchen wir doch einen Lavasee. Das ist Ballschacht mit Drago. Ja, da habe ich auch sehr lange gebraucht, weil ich einfach keine Leitern bauen wollte. So, und wo haben wir denn dann Lavasee schon gehört? Hört es zwar, aber nicht so.
Könnten ja da vorne auch mal ein bisschen höher gehen. Aber findet ihr nicht auch durch dieses zufällige Zeugs kann man so viel Zeit verschwenden, wenn man irgendwas findet? Ich wollte schon lange eigentlich auch noch so ein Amethystengeode finden oder einen Spawner sogar. Und findest einfach per Zufall keinen. Ich habe schon 3 oder 4 am Anfang mal gefunden. Langweilt, weil ich so viel im Überfluss hatte. Aber ich habe sie gut verwendet. Das war erst kürzlich. War das noch dieses Jahr? Ja. Oder war es noch letztes Jahr? Ja. Der Dragoodia ist übrigens noch am Dasein. Gell? Aber der Clodic, der Helfer, technische ohne, ist momentan in Ukraine und hilft den Leuten dort. Macht. Aber ich mag auch zurückkommen. Und dann habe ich auch einen Server auch gut eingestellt, aber nicht so viele Leute. Weil jetzt alle noch 1.50. Dann mal schauen. Also ich werde natürlich immer sehen. Ich habe noch ganz geile Ideen. Möchte ich alle auf dem Server machen. Ja, ich habe ja immer gesagt, ich mache einen Baum, der richtig so verwoben, also, ja, wie ein Bonsai-Baum ein bisschen hin und her oder so ist und so. Sehr alt aussieht und ja, richtig schön, paradiesisch. Keinen Lava. So. Ja. Und ja, also immer so gut. 31, ja. Ich werde auf den nächsten Part einen Lavasee. Okay. Jo, ich habe genug geredet. Ich werde im nächsten Part auch weitermachen mit diesem Thema. Oder finden. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr. Und eben, ja, ich habe noch ein paar Sachen gedacht, was auf dem. So, um zum Abschluss. Ja. So, und dann jo, wünsche ich euch einen schönen Tag. Jetzt kommen mehr Folgen wieder. Ich habe ja aber eben Probleme gehabt mit den Abstürzen, deshalb haben nicht so viele Folgen. Aber jetzt kommen Folgen. Habe ich auch manchmal Zeit zum Einkaufen. Am Nachmittag zum Morgen. Kann ich mal Einkaufen. Am Abend dann. Wenn es gut läuft. Oder ich zwinge euch zu nichts, oder? Hilft sehr gerne viel mehr.